Mann! Alle setzen! Alle Segel! Wo fangen wir denn jetzt an? Feindliche Schiffe näher am See! Ah, damn it! Waffen bereit machen! Wir werden das Feuer erwidern! Feuer! Church, nutzt den Angriff als Deckung! Versenkt ihn, bevor er flüchtet! Schickt den Bastard auf den Meeresgrund! Nein, das Schiff darf nicht sinken! Die Ladung ist äußerst wichtig! Los jetzt! Schnapp ihn, Connor! Los! Feuer! Oh, Scheiße! Lass Church nicht entkommen! Natürlich nicht! Feuer frei! Was zerstören? Verlier das Ziel nicht aus den Augen! Feuer! Feuer! So, wir müssen lenken. Du hättest doch nicht hören sollen! Lenken, lenken, lenken! Feuer! Dammit! Versenkt! Und... bereit machen! Feuer! Feuer! Wir müssen den Mast zerstören! Zerstören wir bitte den Mast. Ja, eins halt um Ketten und Geschütze zu regeln. Warten! Volle Kugeln, Munition, was ist das? Ach, Kettengeschoss sollen wir wählen. Kettengeschosse laden! In die anderen, Jungs! Feuer! Du solltest das Feuer einstellen. Oder volle Breitseite vom Kriegsschiff! Oder? Hier. Volle Kugeln. Kettengeschoss. Rehbass abfeuern. Ja, ja. Mann. Wir sehen einen Kettenschuss an zwei halben Kettenschuss. Alter, oder so. Los jetzt! Hallo? Warten ausnehmen! Verwirf mich so! Erst müssen wir dein Schiff unbedingt verschonen und jetzt du sicherst du es! Sag mal, wie hast du es eigentlich zum Kapitän gebracht? So wie du segelst! Und Feuer! Los jetzt! Mist! Los jetzt! Feuer! So, jetzt habe ich es endlich verstanden. Meine Güte! Feuer bereit! Scheiße, wir sind gleich down. Breitseite abgeben! Komm schon. Und Feuer!
Bord des Kriegsschiffes gehen. Oh, scheiße! Habe ich es etwa geschafft? Ich hab's geschafft, ist doch kaum zu glauben. Holt alle Segel ein. Ich hab's doch noch irgendwie gepackt. Männer, bereit zum Entsch... Was? Was tust du denn? Ich beende es. Hallo? Er hing irgendwie gerade so fest. Entern! Endlich! Entern! Hier und dann das Schiff! So. Bist da? Wow! Mist. Da weg musst du? Nee, da muss Offiziere ausschalten. Lass es. Komm her, lasst meine Männer in Ruhe. Mann. Scheiße, stelle ich mich gerade etwas dämlich an. Ich stelle mich wirklich an. Was hat Church mit der Ladung gemacht? So. Wo ist Church? Es war ein richtiges Abenteuer, das sag ich dir. All deinen kleinen Tricks und Fallen zu entgehen. Clever! Einige jedenfalls. Das muss ich dir zugestehen. Und wie du das alles geheim halten konntest. Wir hatten einen Traum, Benjamin! Einen Traum, den du zerstören wolltest! Okay. Genug. Wir kamen aus einem Grund. Müssen unterschiedliche Gründe sein. Wo sind die Vorräte, die du gestohlen hast? Was zur Hölle? Okay, scheint so, dass ich ihn... Ja, das musste ich machen. Dann nochmal Regress Cut in Fahrt gesagt. Ich vergesse. Ich frage nochmal, wo sind die Vorräte? Auf der Insel dort. Warten auf Abholung. Aber du hast kein Recht darauf. Es sind nicht deine. Nein, nicht meine. Diese Vorräte sind für die Männer und Frauen, die an etwas Größeres glauben als sich selbst. Die kämpfen und sterben, damit sie eines Tages frei von einer Tyrannei wie eurer leben können. Sind das dieselben Männer und Frauen, die mit Musketen aus englischem Stahl schießen? Die ihre Wunden mit Bandagen verbinden, die englische Hände gewoben haben? Oh, wie praktisch. Wir haben... Und ihr erntet den Lohn. Du versuchst nur, eure Verbrechen zu entschuldigen.
als wärst du der Unschuldige und die anderen die Diebe. Alles eine Frage der Perspektive. Es führt kein Weg durchs Leben, der edel und gerecht ist und niemandem schadet. Glaubst du wirklich, dass die Krone kein Ziel hat? Keinen Grund, sich verraten zu fühlen? Das solltest du besser wissen, der sich dem Kampf gegen die Templer gewidmet hat, die sich ja selbst auf der gerechten Seite sehen. Denk daran, wenn du meinst, nur dein Tun diene dem Allgemeinwohl. Dein Feind sieht das anders. Und das nicht ohne Grund. Zamanios gina, diahne de gantu zitokaske. Ja, und ich hab Friend gehört schon, Freund. Das war richtig. Tod ist ein Segen für uns beide. Dann komm, du willst doch, dass ich dir helfe, alles von der Insel zu bergen. An Deck. In der ADB. Und im Blablabla. Nur einen Synchronisationspunkt. Sie haben eine Trophäe verdient bei 2 von Seeherr. Erinnerung synchronisiert. Sequenz 9 beendet. Woo! Ja, aber ich sollte das Tempo etwas runterschrauben. Wir wollen ja nicht zu früh mit dem Spiel aufhören. So. Okay. Ich bin wieder mit meinem Vater vereint. Doch weiß ich noch nicht, ob das gut oder schlecht ist. Unsere Ziele sind gleich. Jedenfalls, was die Unabhängigkeit betrifft. Doch er verteidigt weiterhin Charles Lee, der meine Mutter tötete und mein Dorf niederbrannte. Dennoch, er hat recht, was Washington und seine Befürworter angeht. So viel Gerede über Freiheit und Gleichheit. Doch anscheinend gilt das nur für wohlhabende weiße Männer. Was ist mit einem wie mir? Oder Suri? Welche Rolle spielen wir dabei? Hat mein Vater etwa recht? Ich muss über so vieles nachdenken. Und es bleibt mir so wenig Zeit dafür. Achilles. Willkommen zurück. Wie war's auf Martinique? Achilles, Ich muss mich entschuldigen. Ich habe einige falsche Dinge zu dir gesagt. Deine Worte waren hart, Connor. Aber auch nicht ohne Wahrheit. Ich ließ den Orden hängen, ermöglichte den Templern die Kontrolle. Doch nun ist ihr Griff geschwächt. Daher glaube ich, dass es eine Chance auf Frieden gibt. Stell dir vor, was wir erreichen können, wenn wir uns vereinen. Woher der Susan? Woher kommt das plötzlich? Du bist deinem Vater begegnet, nicht wahr? Ich sage nicht, dass ich ihm traue oder ihn schätze. Aber es wäre nachlässig, die Gelegenheit zu ignorieren. Pathan mag zuhören, doch wird er verstehen. Und selbst wenn, stimmt er zu? Selbst er muss einsehen, dass wir gemeinsam mehr erreichen als allein. Ich nehme an, du willst ihn aufsuchen. Ja. Ich reite nach New York, um zu sehen, was getan werden kann. Templer. Naja, wir wissen ja, dass Templer und Assassinen bis heute noch nicht zusammenarbeiten. Also ist irgendwas schiefgelaufen. Aber während der Zeit hätte es wohl zu einem Bündnis kommen können zwischen diesen zwei Parteien. Aber erstmal gehe ich wieder ins Haus. Da können wir ein Spiel spielen. Okay. So, nee, ich wollte mal... Achilles ist da. Hi, Achilles! Meine Arbeit hört nie auf. Ist ja bestimmt so.
zu Lager. Was ist Lager? Da war doch was Neues. Produkte. 2 Pfund. Nee, warte mal. Ich müsste nicht Lager, Herstellung, sondern Pläne habe ich da ein paar gekriegt. Das sind Giftpfeile. Das ist ein Köder. Das ist was? Pfeile, Munition, Wurfpfeile. Okay. Doppelter Holz. Was ist denn das da? Doppelter Holster? Was ist denn überhaupt Holster? Ach, okay. Ach, ich wollte nicht raus. So. Pläne? Nee, ich hätte gern so welche Gebäudepläne. Oder so. Pläne? Alkohol, Material, Fässer, was auch immer. Kleidung, Steppdecke, Werkzeuggürtel, Perücke, natürlich. So, Hasenpfeffer, Medizin, Metallarbeiten, Silberring, sonstiges, was sind das? Sonstiges, Bärenanhänger, edle Möbel. Ach, edle Möbel, was brauche ich dafür? Ich brauche 3x Holz. Und ein Handwerker auf Level 3, glaube ich, soll die kleine 3 da heißen. So, ich brauche 3x Holz, das habe ich nicht. Ach, wieso gehe ich hier immer raus? So, Lager, Wald, Eichenrinde. Nee. Waldkräuter? Nein. Herstellung, Handel. Ich brauche. Den habe ich doch rausgeschickt, oder? Holz brauche ich. Eichenholzvorräte. So, ich brauche Holz. Holz. Herstellung. Mann, Meter! So, nein. Was ist denn das? Fässer. Wozu brauche ich verflucht nochmal Fässer? Gibt's hier keine Erklärung dafür? Ich habe 2 davon. So, warte. Lager. Da ist noch was mit Connor. Sand. Ja. Wolfsfänge. Fänge. Wolfspelz. Nichts mehr? Wieso auch Connor Sand hat. So, verfügbar. Ich brauche Holz. So, auswählen, Kreuz schicken. Gewinn, 42. Reisedauer, 12 Minuten. So. Nein, Mann. Handel sollte es eigentlich sein, oder? Mann! Kräuter, Jagen, Material. Wald. Herstellung, Handel. Geschäftsbuch. So. Irgendwie muss ich doch hier etwas verbessern können. Meine Güte. Was ist denn das da für eine Kiste? Kann ich was damit machen? Nein. Achilles. Was für ein Eimer trägt denn da? Naja. Ich lasse ihn dann mal durchs Haus latschen. So, und das ist ein Spielspiel. Nö. Keine Lust zum Spielen. Hier ist auch gerade nichts. Also gehe ich mal wieder raus. So. Das sehe ich doch. Einen Moment. Da ist doch irgendwas. Oder? Ist das da oben?
da bin ich blöd und hab's beim letzten Mal gefunden und weiß es nur nicht mehr. Ich glaube, beim letzten Mal war es ja auch da. Keine Ahnung. So, gibt's hier noch was zu tun für mich? Joa, hier ist eine Siedlungsmission. Da ist eine Siedlungsmission jetzt. Und hier mein Schiff. Okay. So, aber ich beende den Part jetzt mal hier. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Assassin's Creed. Und tschüss.